Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2, Regierungserklärung der Hessischen Ministerin der Justiz betreffend Rechtsstaat verteidigen, nur Sicherheit gewährleisten, Freiheit. Vereinbarte Redezeit 20 Minuten, je Fraktion. Das ist die Orientierung für Sie, Frau Ministerin. Die Reihenfolge ist klar. Sie haben das Wort. Und den Antrag muss man noch machen. Halt, Frau Ministerin, darf ich durch. Ich rufe auf den Antrag Nr. 51. Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Sicherheitspopulismus schafft keine Sicherheit. Drucksache 19/44/39. Damit mit aufgerufen. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Heute wird in Berlin der verstorbene ehemalige Bundespräsident Roman Herzog mit einem Staatsakt geehrt. Er ist uns als ganz große Persönlichkeit in Erinnerung. Er hat sich in vielen Funktionen um unser Land und unsere Gesellschaft über alle Maßen verdient gemacht. Dabei erinnern wir uns natürlich besonders gut an seine Zeit als Bundespräsident mit der berühmten Ruckrede oder seine Zeit an der Spitze des Bundesverfassungsgerichtes. Aber ich denke auch an Roman Herzog als Innenminister Baden-Württembergs in den Jahren 1980 bis 1983. Und damals terrorisierte die Rote Armee-Fraktion unser Land. Auch die damalige Generation von Politikern stand vor großen Herausforderungen und war aufgerufen, den Rechtsstaat gegen Angriffe zu verteidigen. Und damals wie heute gilt es, den freiheitlichen Rechtsstaat zu verteidigen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Damals wie heute gewährleistet nur Sicherheit die Freiheit. Wenn wir heute z.B. auf Silvester 2016 blicken, können wir erfreulicherweise sagen, dass es überwiegend ruhig geblieben ist. Und deshalb gilt an erster Stelle mein Dank den Sicherheitskräften und der Polizei, die mit ihrem Einsatz für die Sicherheit der Frauen und aller friedlich Feiernden die Sicherheit gewährleistet haben und für Ruhe gesorgt haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dieser Dank, den heute hier zu erwähnen, ist auch deshalb ganz besonders wichtig, weil zunehmend Sicherheitskräfte von einer enormen Respektlosigkeit und unglaublicher Aggressivität betroffen sind. Beispielsweise sind Gerichtsvollzieher auch eine der Berufsgruppen, die von den sogenannten Reichsbürgern besonders bedroht werden. Polizisten und Rettungskräfte werden angespuckt und übel beschimpft. Sie werden körperlich angegangen, geschlagen oder sogar mit Waffen angegriffen. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass Polizei, Rettungskräfte, Vollzugsbedienstete strafrechtlich besser geschützt werden, als es bisher notwendig war. Und dazu hat Hessen eine Bundesratsinitiative eingebracht. Meine Damen und Herren, welche Schlüsse können wir nun aus den erfolgreichen Einsätzen in der Silvesternacht für die gesamte Diskussion zur inneren Sicherheit ziehen? In erster Linie den Schluss, dass der Staat und seine Institutionen nicht wehrlos, sondern gut vorbereitet sind. Und in diesem Kontext ist doch auch die aktuelle Diskussion um die innere Sicherheit zu führen. Es geht um die Frage, wie wir in Deutschland sicher in Freiheit leben können. Dabei ist Sicherheit mehr als der Schutz der persönlichen Integrität des Einzelnen. Es geht darum, unsere Art zu leben, zu verteidigen und unsere weltoffene Gesellschaft zu bewahren. Es geht darum, als Frau abends allein auf einen Platz gehen zu können. Es geht darum, dass wir Volksfeste, Konzerte, Fußballspiele ohne Angst besuchen können. Es geht darum, dass wir zu jeder Zeit, ob Tag, ob nachts, sicher und ohne Angst U-Bahn und Bus fahren können. Wir alle, meine Damen und Herren, wollen unsere Freiheit schützen und unsere Demokratie bewahren. Die Hessische Landesregierung hat schon viel unternommen, um unser Land sicherer zu machen. Und in diesen Anstrengungen, das will ich ausdrücklich betonen, dürfen und werden wir nicht nachlassen. Und bei der Verteidigung unserer Freiheit
müssen manchmal sehr klare Antworten gefunden werden. Muss der Staat seine vornehme Zurückhaltung aufgeben und alle Möglichkeiten nutzen, um seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen? Bundespräsident Joachim Gauck hat letzte Woche ganz richtig gesagt, ich zitiere mit Genehmigung des Präsidenten, der Rechtsstaat verliert, wenn er sich im Kampf gegen Gewalt und Terror als zu schwach oder gar hilflos erweist. Zitat Ende. Und genau das ist es, was uns bewegen muss, meine sehr geehrten Damen und Herren. Im letzten Jahr waren bei den hessischen Staatsanwaltschaften über 1.000 Staatsschutzdelikte neu anhängig. Fast 100 dieser Verfahren betrafen schwere staatsgefährdende Gewalttaten. Und bei schweren staatsgefährdenden Gewalttaten denke ich z.B. ganz konkret an die islamistischen Terrorangriffe auf die Besucher eines Fußballspiels und des Bataclan-Theaters in Paris oder auch an die Terroranschläge auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo im Januar 2015. Auch an den Spähangriff auf das IT-Netz des Deutschen Bundestages im Jahr 2015. In einer bis dahin beispiellosen Attacke war es gelungen, in das gesamte Bundestagsnetzwerk einzudringen und sensible Daten auszuspähen. Nachrichtendienste, Bundeskriminalamt, Bundeswahlleiter und viele andere Institutionen warnen davor, dass über Meinungsmanipulationen im Internet Einfluss auf Wahlen genommen werden kann. Und das bedroht ganz konkret unsere Demokratie in Deutschland. Ich bin sicher, was wir in diesem Zusammenhang bei den Präsidentschaftswahlen in den USA erlebt haben, waren allenfalls die ersten Gehversuche einer neuen Technologie, deren missbräuchliche Nutzung wir national, europäisch und international ächten müssen. Die Gefahr, die von solchen Meinungsmanipulationen für unsere Demokratie und Stabilität ausgeht, ist nicht weniger gefährlich als die terroristische Bedrohung. Und ja, ich halte diese Art von Bedrohung für eine Form des Terrorismus, des Cyberterrorismus. Und wir sind alle gut beraten, uns dieser Herausforderung aktiv und schnell zu stellen. Und um es ganz deutlich zu sagen, das Argument, die Täter in diesem Bereich säßen ja sowieso im Ausland und deshalb seien Initiativen wie z.B. die hessische Botnetz-Initiative überflüssig, halte ich für absolut an der Sache vorbei. Es käme ja auch niemand auf die Idee zu behaupten, wir müssten aufhören, in Deutschland den Impfschutz gegen Grippe zu verbessern, weil aus dem Ausland andere Grippeformen eingeschleppt werden könnten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielmehr ist es umgekehrt richtig. Wir müssen so gut wie möglich versuchen, auch im Ausland ansässige Cyberkriminelle zu fassen, und wir dürfen gleichzeitig nicht nachlassen, den strafrechtlichen Schutz zu optimieren. Und deshalb beschränken sich unsere Aktivitäten nicht nur auf Hessen und Deutschland. Wir arbeiten an Lösungen auf allen Ebenen, auch im europäischen und internationalen Bereich. Das Argument, wir brauchen keine weiteren Sicherheitsgesetze, weil man ja außerhalb von deren Anwendungsbereichen immer noch Gefahren ausgesetzt war, grenzt deshalb an blanken Zynismus. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ganz sicher die Aufgabe des Staates, demokratisch legitimiert zu bestimmen, was strafbar sein soll und was nicht. Natürlich ist klar, dass es bei jeder neuen technischen Entwicklung immer auch diejenigen gibt, die diese neuen Technologien zum Schaden anderer ausnutzen wollen. Es ist also nicht die Fixierung auf das Strafrecht, die immer wieder strafrechtliche Sanktionen erforderlich macht, sondern es sind immer neue Phänomene und die damit verbundenen Gefahren, die einer rechtsstaatlichen Antwort bedürfen. Und es ist schlicht ignorant, Strafbarkeitslücken zu bemerken und sie nicht zu schließen und damit automatisch unsere Sicherheit zu gefährden. Wer hätte denn von Ihnen
vor Monaten gedacht, dass bei einer Wahl das Thema mit dem Begriff Social Bot überhaupt eine Rolle spielen könnte, geschweige denn die Gefahren, die damit verbunden sind. Die Technologien entwickeln sich rasant, und genauso rasant müssen wir Lösungen entwickeln und dürfen uns nicht in ritualisierten Grabenkämpfen verlieren. Es ist eben mitnichten so, als wäre jede Maßnahme, die mehr Sicherheit bringt, automatisch ein Angriff auf den Datenschutz. Vielmehr ist jede Maßnahme, die mehr Sicherheit bringt, Opferschutz. Und sie gewährt natürlich auch unsere Freiheit. Im Kampf gegen Botnetze und Social Bots ist Deutschland eben nicht gut aufgestellt. Die verfügbaren Rechtsnormen, die zur Bekämpfung der Botnetzkriminalität herangezogen werden können, sind im Kern fast 30 Jahre alt. Es ist die rasante internationale technische Entwicklung, die uns den Takt in der Debatte um die innere Sicherheit vorgibt. Deshalb gibt es nur einen einzigen Weg: schnelles, entschlossenes Handeln. Und hierzu besteht keine Alternative. Es geht darum, den Rechtsstaat und seine Grundfeste zu sichern, zu verteidigen, zu stärken und fortzuentwickeln. Und es muss allen in unserer Gesellschaft klar werden, dass wir nicht bereit sind, diese Bedrohungen und Respektlosigkeiten zu dulden, sondern wir kämpfen um unsere Freiheit und unsere weltoffene Gesellschaft. Für mich gibt es keinen Widerspruch zwischen Freiheit und Sicherheit. Es sind beides Seiten ein und derselben Medaille. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Mitte und Maß sind deshalb auch in der Debatte um die innere Sicherheit die vernünftige Richtschnur, damit wir unsere Gesellschaft weiterhin schützen und Deutschland weiter voranbringen können. Die Landesregierung hat mit zahlreichen Initiativen gezeigt, dass sie auf dem Feld der inneren Sicherheit geschlossen in der Sache einhellig und schnell vorgeht. Und dazu will ich beispielhaft folgende Initiativen nennen, die wir unter anderem auch in den vergangenen Debatten diskutiert haben. Zur Reform des § 89a Strafgesetzbuch der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Zur Etablierung von Deradikalisierungsmaßnahmen wie das Netzwerk Deradikalisierung im Strafvollzug, kurz NEDIS genannt, zu Hate Speech in sozialen Medien, zur Reform des Sexualstrafrechts unter dem Motto Nein heißt Nein, zu Kinderehen, zu Botnetzen unter dem Stichwort digitaler Hausfriedensbruch, zu den Sicherheitsmaßnahmen in den Gerichten. Hinzu kommen Sicherheitspakete zur weiteren personellen und Stärkung der Polizei- und Justizstrukturen, die wir ebenfalls erst vor wenigen Wochen hier im Landtag ausführlich diskutiert haben und deren Dimension einmalig in den letzten Jahrzehnten ist. In diese Anstrengungen fiel der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt, ein Anschlag, der in seiner Kaltblütigkeit und Brutalität daran erinnert, dass es Menschen gibt, die bereit sind, jede denkbare Bedrohung in die Realität umzusetzen. Unsere Gedanken sind bei den Opfern dieses Anschlages, die wir nicht vor blindem Hass und menschenverachtendem Handel schützen konnten. Der Berliner Anschlag war eine Zäsur. Er war ein Tipping Point, und ich bin stolz darauf, dass die Stimmung im Land nicht gekippt ist. Die Bürgerinnen und Bürger sind den hasserfüllten Tweets der AfD nicht gefolgt. Sie haben den Anschlag als das gesehen, was er war, nämlich ein feiger Mord an unschuldigen Menschen. Ihn wie die AfD als Anlass zu nehmen, um Ängste zu schüren und Hass zu verbreiten, ihn also populistisch auszuschlachten, das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist ebenso durchsichtig wie schamlos, und dem müssen wir uns mit aller Macht entgegenstellen. Nicht der Anschlag, sondern der Täter hat uns allen gezeigt, dass wir die Zusammenarbeit im föderalen System weiter verbessern müssen.
Ein identifizierter ausreisepflichtiger Gefährder darf nicht abtauchen und die Behörden an der Nase herumführen. Die Initiative des Bundesministers des Innern und des Bundesjustizministers, Gefährder auch mit der elektronischen Fußfessel zu überwachen, ist deshalb ausdrücklich zu begrüßen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich fordere schon seit Längerem, wenn ein extremistischer Straftäter vom Gericht Weisungen erhält, wo er sich aufhalten muss oder wo er sich nicht aufhalten darf, dann müssen wir die Einhaltung dieser Weisungen auch elektronisch überwachen können. Bei Gewalt- und Sexualstraftätern praktizieren wir dies bereits mit großem Erfolg. So gewährleisten wir, dass ein Vergewaltiger nicht erneut in den Nahbereich eines Opfers eindringen kann. Es war die Initiative Hessens zur Justizministerkonferenz im Juni 2015, die die Erweiterungsmöglichkeiten des Einsatzes dieser Überwachungstechnik bereits gefordert hat. Dabei will ich nicht den Eindruck erwecken, als sei das Instrument der elektronischen Fußfessel ein Allheilmittel der Sicherheitspolitik. Aber eingebettet in die vielen weiteren Maßnahmen ist sie ein Werkzeug im Baukasten der Sicherheitsbehörden, das wir als Gesetzgeber zur Verfügung stellen können, um die Sicherheit in Deutschland weiter zu erhöhen. Wenn wir Ihnen zur Erfüllung dieser schwierigen Aufgabe besseres und präziseres Werkzeug an die Hand geben können, dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, sollten wir es auch machen, und das dann richtig. Der Einsatz der elektronischen Aufenthaltsüberwachung sollte für verurteilte Extremisten erweitert und für Ausreisepflichtige und andere Gefährder geöffnet werden. Das ist keine neue, wie es manche nennen, Überwachungsorgie, wie viele das so sehen, sondern der Gedanke der Überwachung ist längst in vielen Gesetzen normiert. Deswegen will ich einen Blick werfen auf die Führungsaufsicht für verurteilte Straftäter an Auflagen und Weisungen, die man da verhängen kann. In § 68b des Strafgesetzbuches finden sich die Grundlagen dafür. Heute schon, dass bestimmte Personengruppen den Wohn- und Aufenthaltsort nicht verlassen dürfen, dass bestimmte Personengruppen sich nicht an bestimmten Orten aufhalten dürfen, dass bestimmte Personengruppen Fahrzeuge nicht halten oder führen dürfen, für Kontaktverbote, für Tätigkeitsverbote, für das Verbot, bestimmte Gegenstände zu besitzen, für Residenzpflichten, für Meldepflichten, für Alkohol- und Suchtmittelverbote oder für die Weisung, sich in einer Behandlung zu geben. Das ist die aktuelle Rechtslage, was heute schon festgelegt werden kann. Sie wissen, die Führungsaufsicht gilt nur für verurteilte Straftäter. Und ausschließlich bei Sexual- und Gewalttätern kann nach einer vollständigen Haftverbüßung aufgrund von Erkenntnissen im Strafvollzug zusätzlich eine Fußfessel angeordnet werden, um diese Maßnahmen zu kontrollieren. Eine spezielle Personengruppe der Sexual- und Gewalttäter wird also aufgrund von behördlichen Erkenntnissen anders behandelt als andere Sexual- und Gewalttäter, die aufgrund ihres Verhaltens und der darauf basierenden Prognose vorzeitig entlassen werden. Warum erzähle ich das so ausführlich? Weil es wichtig ist, zu verstehen, dass es schon heute und allein auf der Basis von Erkenntnissen über die Person Gefahreneinschätzungen gibt, die das Tragen einer Fußfessel begründen. Denn was sind denn die Gefährder etwas anderes als diese Personen, die ich eben beschrieben habe? Sie sind klassische Gefährder, weil zu befürchten ist, dass sie schlimmste Straftaten begehen. Sie sind Gefährder im Sinne der aktuellen Diskussion, und es wird wohl kaum einen geben, der die Führungsaufsicht oder die Prognosefähigkeit aufgrund von Erkenntnissen im Strafvollzug infrage stellt. Und solche Überwachungsanordnungen gibt es auch in anderen Bereichen, z.B. im Bereich des Aufenthaltsrechts. Schon heute existiert in § 56 Aufenthaltsgesetz eine strenge Residenz- und Meldepflicht für ausreisepflichtige Ausländer aus Gründen der inneren Sicherheit. Wir diskutieren also weniger über die Ausweitung der Überwachung als über eine effiziente Vollstreckung der Überwachung. Das macht einen entscheidenden Unterschied. Denn wenn ein ausreisepflichtiger Gefährder
die Auflage hat, sich in einer bestimmten Gemeinde oder einem bestimmten Landkreis aufzuhalten, dann ist es den Behörden heute kaum möglich, dies effektiv zu überwachen. Die elektronische Fußfessel kann in solchen Fällen sehr effizient helfen. Davon bin ich überzeugt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Bei Extremisten wäre eine Überwachung gerade zum Schutz von kritischen Infrastrukturen wie Bahnhöfen, Flughäfen, Internetknotenpunkten, Atomkraftwerken, aber auch Medienanstalten oder größeren Events sinnvoll. Man könnte zudem verhindern, dass Extremisten sich an Orten aufhalten, an denen der Radikalisierung Vorschub geleistet wird. Das gilt im Übrigen für religiös motivierte Personengruppen ebenso wie für politisch motivierte Täter. Denn auch der Umkreis einer Flüchtlingseinrichtung kann so zur Verbotszone für Rechtsextreme ausgestaltet werden. Es wird jetzt abzuwarten sein, auf welche konkreten Vorschläge sich die Bundesregierung einigen wird. Und insbesondere bei den noch nicht strafrechtlich verurteilten Personen wird es auf eine vernünftige und rechtssichere Lösung ankommen. Der Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus widmet sich der Bund auch, wie Sie wissen, durch das Bundeskriminalamt. Es ist beispielsweise dann für die Gefahrenabwehr zuständig, wenn eine länderübergreifende Gefahr vorliegt. Und vor diesem Hintergrund könnte die elektronische Aufenthaltsüberwachung auch im Bundeskriminalamtsgesetz vorgesehen werden. Ich erinnere an die Fraktionsredezeiten. Ja. Herr Bundesinnenminister de Maizière hat in der Aktuellen Stunde des Bundestages letzte Woche ganz zutreffend gesagt, ich zitiere mit Genehmigung des Präsidenten, die Gefährlichkeit von Menschen einzuschätzen, gehört zu den schwierigsten Aufgaben der Sicherheitsbehörden und der Justiz. Zitat Ende. Hier ist es wichtig, so effektiv wie möglich vorzugehen und bundesweit geltende einheitliche Maßstäbe zu schaffen. Die elektronische Aufenthaltsüberwachung wird deutschlandweit von der gemeinsamen Überwachungsstelle der Länder geführt im hessischen Bad Vilbel. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, es wäre ein leichtes, mit der jetzigen Infrastruktur die doppelte Anzahl von denen, die eine solche Fußfessel tragen würden, auch von dort zu überwachen. Ich komme zum Schluss. Sicherheit und Freiheit sind für Demokratie existenzielle Grundvoraussetzungen. Die Sicherheit zu bewahren, heißt, die Freiheit zu schützen. Wer seinerzeit die Generation Roman Herzogs, den Rechtsstaat zu verteidigen, im Blick hat, muss feststellen, für uns gilt auch, wir müssen gemeinsam unseren Rechtsstaat gegen die heutigen Gefahren verteidigen. Wir müssen die Sicherheit erhalten, und das nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder und Enkelkinder. Wir sind es ihnen schuldig, dass sie morgen, in einem Jahr, in 10 Jahren, in 50 Jahren genauso sicher und frei leben können wie wir heute. Vielen Dank. Meine Kolleginnen und Kollegen, ich öffne die Aussprache zur Regierungserklärung und gebe das Wort Frau Kollegin Hoffmann für die Fraktion der FDP. SPD. SPD? Herr Präsident, so viel Zeit muss sein. SPD, bitte. Ein bisschen Freude muss auch sein. Okay. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Nicht zuletzt seit dem brutalen und kaltblütigen Anschlag vom 19. Dezember in Berlin wissen wir, die öffentliche Sicherheit ist ein hohes Rechtsgut. Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit gehört zu den wichtigsten Aufgaben unseres Staates. Und alle Menschen in unserem Land und darüber hinaus haben ein Recht auf Sicherheit. Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gibt es ein Menschenrecht auf Sicherheit.
Eine Politik der öffentlichen Sicherheit muss zum einen Gefahren erkennen, diese verhindern, wirksam bekämpfen, aber auch rechtsstaatliche Grundsätze und vor allen Dingen die Freiheitsrechte wahren. Für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist Sicherheit keine Privatsache, im Gegenteil. Sie ist Kernbestandteil staatlichen Handelns, und das muss sie auch bleiben. Deshalb wollen und brauchen wir auch hier in Hessen keine Bürgerwehren, meine Damen und Herren. Wir nehmen auch mit großer Sorge zur Kenntnis, dass auch durch die Vorfälle der vorletzten Silvesternacht in Köln immer mehr Menschen hier in Hessen sich den sogenannten kleinen Waffenschein besorgen und seit 2005 dieser um 60% gestiegen ist. Das ist nicht nur besorgniserregend, weil die Gewährleistung von Sicherheit eben aus unserer Sicht Aufgabe hoheitlichen Handelns ist und nicht Privatsache, nicht Sache des Einzelnen ist, sondern im Einzelfall kann das Tragen solch einer Waffe sogar Gefahren und Risiken für den Einzelnen mit sich bringen. Für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist die Sicherheit auch eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit. Denn nur Starke können sich einen schwachen Staat leisten, meine Damen und Herren. Angesichts einer sich verändernden globalen und durch internationalen Terrorismus verändernden Welt fragen wir uns, mit welcher Sicherheitsarchitektur wollen wir dem begegnen? Und ich kann Ihnen sagen, wie wir für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten diese Sicherheitsarchitektur aussehen muss. Wir werden und wollen nicht zulassen, dass feige Attentate unsere Demokratie und unsere gemeinsamen Werte zerstören. Wir wollen und wir werden auch weiterhin einer offenen, toleranten Gesellschaft leben. Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich frei und selbstbestimmt in unserem Land bewegen können, unabhängig von ihrer Herkunft und unabhängig von ihrem Einkommen. Wir wollen so viel Sicherheit wie nötig und so viel Freiheit wie möglich für den Einzelnen. Diese Balance zwischen Freiheit und Sicherheit ist auszubalancieren. Das ist keine leichte Aufgabe. Aber zur Wahrung gerade der Bürgerrechte muss uns diese schwierige Aufgabe immer wieder neu gelingen. Und die beste Antwort auf die Taten und den Hass der Terroristen ist der wehrhafte Rechtsstaat. Dabei darf der Rechtsstaat nie seine Prinzipien preisgeben. Aber zum Rechtsstaat gehört auch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Und dieser besagt, dass je größer eine Gefahr ist, desto entschlossener, ja entschiedener muss der Staat auch seine Bürgerinnen und Bürger vor diesen Gefahren schützen, meine Damen und Herren. Für Konservative wie Sie, Frau Kühne-Hörmann, gibt es in solchen Situationen immer nur eine reflexhafte Antwort, und die heißt schärfere Gesetze. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten entstehen entgegen dieser Politik des Aktionismus und der Effekthascherei für eine Politik des Augenmaßes und der Verantwortung. Für uns gibt es nicht, wie bei den Konservativen, einen Automatismus, dass wir dann immer schärfere Gesetze brauchen. Nein, wir schauen uns erst den Einzelfall an, analysieren die Situation und fragen uns dann, wie war es im Vollzug, und klären erst dann, ob etwas nachzujustieren ist, ob weitere Schritte zu unternehmen sind oder nicht. Und für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist auch eines klar. Die beste Sicherheit wird durch die Sicherheitsbehörden, Polizei und Justiz
mit ausreichendem Personal, das hochqualifiziert ist, das gut hochmotiviert ist, das ist der beste Schutz für die Sicherheit unserer Bevölkerung, meine Damen und Herren. Aber wer hat denn den Aderlass bei Polizei und insbesondere Justiz in den letzten Jahren zu verantworten? Das waren doch Sie, Frau Justizministerin Kühne-Hörmann. Die Justiz war jahrelang ein Steinbruch dieser Landesregierung. Ich darf die Zahlen hier noch einmal in Erinnerung rufen. Mit der sogenannten Operation Düstere Zukunft im Jahr 2003 wurden im ersten Schritt 800 Stellen bei der Justiz abgebaut. Ich weiß, dass Sie das nicht hören wollen. Das tut weh, das ist aber die Wahrheit. Und im Folgeschritt wurden dann später in jüngerer Vergangenheit weitere 400 Stellen abgebaut. Das ist der Aderlass, der in der Justiz stattgefunden hat, meine Damen und Herren. Und das hat doch auch konkrete Folgen. Wir haben mit unserem Berichtsantrag herausgearbeitet, bzw. Sie mussten dann auch dazu antworten, dass in Hessen die Verfahren im Durchschnitt länger sind als im Bundesdurchschnitt. Das heißt, in Hessen wartet man durchschnittlich länger auf ein Strafurteil, länger darauf, dass ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren abgeschlossen ist, als in anderen Bundesländern. Außerdem ist die Belastungssituation bei Richtern, Staatsanwälten, Rechtspflegern, aber auch der Amtsanwaltschaft besonders hoch. Sie liegt etwa bei den Staats- und Amtsanwaltschaften bei über 140 nach dem Personalberechnungssystem PEPSI. Und auch die Ausbildung haben Sie doch sträflich vernachlässigt. Die Ausbildung für Justizfachangestellten, da haben Sie nicht nur die Ausbildungsgerichte zusammengeführt, sondern Sie haben die Ausbildungsstellen auch reduziert. Sie haben die Anwärterstellen bei den Rechtspflegern reduziert, die Stellen im Strafvollzug für die Ausbildung. Und das rächt sich nun, wo auch mehr Personal kommt, was längst überfällig ist, aber die entsprechenden Personen nicht vom Himmel fallen, sondern ausgebildet werden müssen, meine Damen und Herren. Und es ist nur dem hohen Engagement von Polizei und Justiz zu verdanken, dass unter schwierigsten Rahmenbedingungen solch eine hervorragende Arbeit bei Polizei und Justiz geleistet wird, meine Damen und Herren. Und wer über Sicherheit redet, darf über die Versäumnisse der Landesregierung bei der Polizei nicht schweigen. Trotz eines immensen Aufgabenzuwachses, der vorhersehbar war, hat damals unter dem damaligen CDU-Innenminister Volker Bouffier der Stellenabbau bei der Polizei begonnen. Vom Jahre 2001 bis 2009 wurden 720 Vollzugsstellen und weitere 600 Stellen im Tarifbereich abgebaut. Und der Abbau im Tarifbereich ging bis zum letzten Jahr weiter, meine Damen und Herren. Die Polizei ist weiterhin hoch belastet. Da würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie es, wie wir als Kolleginnen und Kollegen der SPD machen, regelmäßig den Dialog mit unseren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten bei den Stationen zu suchen. Dann wüssten Sie das nämlich. Und die Motivation bei der Polizei ist nicht gerade hoch angesichts der Kürzung der Beihilfe des Weihnachtsgeldes, des Urlaubsgeldes, der Nullrunde bei der Besoldung, fehlenden Aufstiegsperspektiven. Und eins kommt noch obendrauf, die Belastungssituation wird auch durch einen Überstundenaufbau von 3 Millionen Überstunden, die die Polizei vor sich herschiebt, skizziert. Und, meine Damen und Herren, da muss man noch Abhilfe schaffen. Das ist doch wichtig, dass wir hier die Polizei und unsere Polizeibeamtinnen und Beamten stärken und in innere Sicherheit investieren, meine Damen und Herren. Und da sagen Sie noch, Frau Kühne-Hörmann, der Presse, ich darf zitieren mit Genehmigung des Präsidenten, dass es wichtig ist, dass der Staat die Bürger schützen kann, wenn er gut vorbereitet ist. Ja, ist dieser Aderlass eine gute Vorbereitung, guter Schutz der Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Sicherheit, frage ich Sie? Mitnichten, meine Damen und Herren.
Sie haben zu Recht angesprochen, dass der Respekt in unserer Gesellschaft auch gegenüber Sicherheitskräften und der Polizei abnimmt. Das ist eine besorgniserregende Entwicklung, der wir uns entgegenstellen müssen, meine Damen und Herren. Das können wir aber nicht nur durch strafrechtlichen Schutz, sondern durch die Vermittlung von Werten wie Respekt, Achtung des Nächsten und Anstand. Das ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag, meine Damen und Herren. Und wenn Sie zu Recht die besondere Belastungssituation der Gerichtsvollzieher ansprechen, nicht etwa nur durch die sogenannten Reichsbürger, dann frage ich Sie, Frau Justizministerin, wie unterstützen Sie denn die Gerichtsvollzieher in unserem Lande bei dieser wichtigen Aufgabe? Fehlanzeige. Kommen wir nun zu Ihrem Vorschlag oder zu dem Punkt der elektronischen Fußfessel, wo Bundesjustizminister Heiko Maas einen Vorschlag auf den Tisch gelegt hat. Und wenn Sie hier jetzt Kritik üben an Heiko Maas mal wieder, dann bin ich schon etwas irritiert, denn dieser Vorschlag wird ja gerade von Ihrem Parteikollegen Bundesinnenminister Thomas de Maizière unterstützt. Und so einfach ist das ja eben nicht, weil wir uns gerade hier im Bereich des Einsatzes der elektronischen Fußfessel, den Sie ansprechen, im präventiven Bereich bewegen. Und Sie ganz genau wissen, dass es hier zu Recht schwierig ist, dieses verfassungsrechtlich umzusetzen, meine Damen und Herren. Und da finde ich ganz klar, dass auch der Bund ganz klar gesagt hat, liebe Länder, wie im BKA-Gesetz, ihr seid gefordert, guckt euch an, ob ihr entsprechende Regelungen treffen könnt. Der Ball liegt also nun bei Ihnen und bei niemand anderen. Und ich finde es auch hier wichtig, bei der Wahrheit zu bleiben. Die elektronische Fußfessel ist kein Allerheilmittel, und sie darf gerade bei solch einem wichtigen Thema nicht zur PR-Nummer verkommen. Die bisherigen langjährigen Erfahrungen, die wir mit der elektronischen Fußfessel haben, zeigen doch gerade, dass sie für einen nur eingegrenzten Personenkreis wirklich geeignet ist, nämlich insbesondere für solch eine Tätergruppe und Personengruppe, die ihren Tagesablauf gut strukturieren kann. Und auch mit der elektronischen Fußfessel wird es keine hundertprozentige Sicherheit geben, meine Damen und Herren. Gerade der Attentäter in Frankreich, der auf eine schreckliche Art und Weise einen Priester in den Tod gerissen hat, meine Damen und Herren, gerade dieser Attentäter war Träger der Fußfessel. Eine andere Bedrohung, die haben Sie auch zu Recht angesprochen, ist die der zunehmenden Cyberkriminalität, die nicht nur den Staat, sondern auch den Bürger und jedes zweite Unternehmen in unserem Lande betrifft. Aber hier haben wir auf gesetzlicher Ebene, und da bitte ich auch darum, seriös zu bleiben, haben wir auf gesetzlicher Ebene in den letzten Jahren sehr viel erreicht, etwa durch das sogenannte IT-Sicherheitsgesetz, das etwa die sogenannte Botnetzkriminalität, nämlich das sind automatisierte Computerschadprogramme, diesen Kriminalitätsbereich besser bekämpft als je zuvor. Auch das sogenannte Gesetz zur Sicherheit informationstechnischer Systeme, das Teledienstleister wie die Telekom verpflichtet, ihre Angebote vom Zugriff Dritter zu sichern, das trägt diesem Umstand Rechnung. Und auch die internationalen Standards, entsprechende Ermittlungsmaßnahmen etwa zu treffen, wie sie der Europarat gefordert haben, die sind in unserer Strafprozessordnung verankert. Hier ist vieles bereits geschehen, meine Damen und Herren, und das muss man auch einmal anerkennen. Wir sehen aber eher ein Vollzugsproblem, meine Damen und Herren, auch gerade im Bereich der Cyberkriminalität, im Bereich der Internetkriminalität. Haben wir wirklich genügend Fachpersonal mit der IT-Kenntnis bei den Staatsanwaltschaften, der Richterschaft, der Polizei, um dem Anstieg der Internetkriminalität Herr zu werden? Wenn wir die Staatsanwaltschaften besuchen, hören wir oft, dass sie trotz größter Anstrengung und größten Engagements sich oft wie Sisyphus fühlen, wenn man sich gerade auch den Zuwachs der Internetkriminalität anschaut. Und da sage ich Ihnen noch eins, Frau Kühne-Hörmann. Sie gehören seit dem Jahre 2009 diesem Kabinett an, und Sie haben es deshalb zu verantworten, und zwar an erster Stelle, dass
das Personal, das hierfür erforderlich in den letzten Jahren abgebaut worden ist. Und das ist sträflich, meine Damen und Herren. Und nicht jede Initiative, die Sie angesprochen haben, kommt von Ihnen. Nicht jede Initiative führt zum Ziel. Und zudem kann nicht jede Initiative, die Sie hier angesprochen haben, vom eigenen Fehlern Ihrer Personalpolitik ablenken. Und das ist auch gut so. Welche realen Konsequenzen müssen denn aber jetzt wirklich gezogen werden? Richtig ist, dass die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden zwischen den Ländern und dem Bund weiter verbessert werden muss. Wie kann es aber wirklich geschehen, dass solch ein Attentäter wie Amri, der ja schon 2 Tage in Haft gesessen hat, solch eine Tat dann trotzdem verüben kann? Das müssen wir uns in der Tat fragen. Deshalb ist es wichtig, hier vollumfänglich Aufklärung zu betreiben, was auch geschieht. Und es muss konstatiert werden, dass das Recht für die Anordnung der Abschiebehaft, die ja schon bis 18 Monate besteht, dass das hier noch einmal weiter flexibilisiert werden muss, dass wir hier eine Erweiterung der gesetzlichen Möglichkeiten brauchen. Denn die Abschiebehaft muss innerhalb der ersten 3 Monate durchgeführt werden können. Das war hier im konkreten Fall eben nicht möglich. Deshalb ist sie auch nicht angeordnet worden. Wir sehen, aha, hier gibt es gesetzgeberischen Handlungsbedarf, meine Damen und Herren. Denn es ist wichtig, dass die Bevölkerung weiß und sich darauf verlassen kann, dass kriminelle und gefährliche Extremisten, die sich nur als Flüchtige getarnt haben und hier zu uns kommen, dass die auch wirklich bestraft und konsequent abgeschoben werden, meine Damen und Herren. Darauf muss sich die Bevölkerung verlassen können. Denn nur so können wir auch die große Hilfsbereitschaft unserer Bevölkerung hier in unserem Land können wir die auch so offen halten und die Warmherzigkeit der Menschen, die hier Gott sei Dank besteht, auch so aufrechterhalten. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und, Frau Justizministerin, wir waren beim Lesen Ihrer Regierungserklärung ja wirklich baff erstaunt, dass kein einziges Mal das Wort Prävention gefallen ist. Sie sind wahrscheinlich die Einzige, die der Meinung ist, dass wir keine präventiven Maßnahmen brauchen, dass Repression allein auskömmlich ist, um hier tätig zu werden. Das ist genau der falsche Ansatz. Wir brauchen beides. Und gerade für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist die Prävention der zentrale Ansatz. Und hier müssen viel, viel mehr Anstrengungen unternommen werden, etwa bei denjenigen, die hier auch in unserem Land radikalisiert werden. Viele von denen können wir übrigens überhaupt nicht mehr in ihr Land zurückführen, weil sie den deutschen Pass etwa besitzen. Und wichtige Präventionsansätze sind bei uns etwa im Bereich einer guten Bildungspolitik, einem guten Angebot von Betreuungsplätzen für unsere Kinder und Jugendliche oder auch einem Ausbau der Jugendbildungs- und der Jugendarbeit. Das sind wichtige Ansätze im Bereich der Prävention, die auch hier in Hessen gestärkt werden müssen, meine Damen und Herren. Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Ende. Das komme ich. Ja. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Altbundeskanzler Helmut Schmidt hat einmal zum Terror gesagt, und ich darf ihn mit Ihrem Einverständnis zitieren zum Schluss. Die Mörder wollen ein Gefühl der Ohnmacht erzeugen. Sie wollen die Organe des Gesetzes verleiten, sich von freiheitlichen und rechtsstaatlichen Grundsätzen abzukehren. Sie hoffen, dass ihre Gewalt eine bloß emotional gesteuerte und differenzierte, unkontrollierte Gegengewalt hervorbringt. Diese Erwartungen werden sich nicht erfüllen. Der Rechtsstaat bleibt unverwundbar, solange er in uns lebt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus